Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge One Night. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich im falschen Safe Room wieder anfange. Tja, das hat damit zu tun, dass ich, als ich abends so im Bettchen lag und überlegt habe, mir aufgefallen ist, dass wir definitiv diesen Raum noch nicht gesehen haben. Und dann habe ich mir das Video angeguckt und gesehen, dass es da ja auch ein Level 2 Keycard Access gab. Und ich dachte, wir erledigen das erstmal, deswegen bin ich schon mal bis hierher. Genau. Dann haben wir nämlich hier unten alle Räume erledigt. Oh, echt, ich lag so abends im Bett und habe gedacht, oh, verdammt, ich weiß, was in jedem Raum ist, nur in dem weiß ich es einfach nicht mehr. Und was sollte denn das? Okay. Das war ziemlich fies und das war bisher noch nicht sowas. Was habe ich sagen wollen? Und... das war gruselig. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Und ich dachte, wir erledigen das und dann zeigen wir ihm das Foto, genau. Des Wächters Tagebuch liegt hier. Okay. Der Administrator kam, um mit manchen der Gefangenen heute Morgen zu reden. Es gibt wohl ein paar, die er besonders mag, was nicht besonders gut für sie ist. Denn er benutzt die armen Bastarde ja als Testsubjekte. Er hat nicht zugelassen, dass ich im Raum bleibe, während er zu dem Typen alleine geredet hat. Ich frage mich, was so wichtig war, dass ich gehen musste. Als ich zurückkam, hat der Gefangene gemeint, dass er vom Administrator den Laborschlüssel genommen hatte, während er nicht schaute. Ich fragte ihn, ob ich ihn haben könnte, aber er wollte nicht. Aber ich dachte, ich erzähle es niemandem. Mark Chaney ist ein Idiot sowieso und das ist ziemlich lustig, dass der jetzt damit Probleme kriegt. 7. Juli. Die komplette Basis ist voll in den Vorbereitungen für das nächste Experiment. Sie haben das Passwort... Oh nein, ein Rätsel. Sie haben das Passwort geändert zu der Zelle. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Rätsel aufzuschreiben, sodass ich es nicht vergesse. Die Antwort ist das Passwort. Okay. They are plentiful by the daylight. If you look without effort, you can find one, perhaps with an angel upon it. In the darkness of night, they suddenly vanish. Okay. Sie sind viel am Tag. Wenn du schaust, dann wirst du eins sehen. Mit nicht viel Mühe, vielleicht mit einem Engel darauf, eine Wolke. Und in der Dunkelheit der Nacht verschwinden sie plötzlich. Aber nein, sie sind nicht gestohlen. An manchen Tagen sagen sie einen ekligen Tag voraus. Und dann erscheinen sie und stehlen die Show. Wolken würden passen. Ich nehme an, hier ein Kontrollterminal. Aha, die Einzelhaft entschlüsseln Dingsen. Oh, es will mich nicht ins System lassen. Ich brauche wohl ein Passwort. Okay, dann versuchen wir es mit dem englischen Wort für Wolke. Wolke. Scheiße. Okay, Sekunde. Vielleicht Wolken. Sonst bin ich gleich etwas überfragt. Komm schon. Yeah! Ja, es war korrekt. Nun können Sie rein. Vielen Dank. Oh Mann. Echt, das war echt fies mit diesem Viech, was von der Seite kam. Okay, ja, den nehmen wir mit. Oh, scheiße, was ist? Nein, oh! Kacke. Okay. Wir wagen uns jetzt auf den Rückweg, ohne jetzt in diesem Safe Room hier zu speichern. Das wäre, glaube ich, ein bisschen albern, oder? Wir schaffen das schon. Ja, wir schaffen das. Okay. Los. So, jetzt... Oh Mann. Jetzt den Rückweg. Genau, das war da rechts rum und dann
Ach ja, genau, ich weiß es wieder. Alles klar. Ach, das ist so nervig, dass die Wege so lang sind. Naja. Aber zumindest haben wir jetzt den Laboratory Key. Ich glaube, das war oben im Laboratorium. Waren ja oben so eine Tür gewesen und da brauchte man zwei Schlüssel und wir hatten nur einen. Okay. Vielleicht hat es doch nichts mit dem Foto zu tun. Naja, schauen wir gleich. Wir versuchen ihm mal das Foto zu zeigen von seiner verflossenen Liebe. Das war ja meine Theorie. Und wenn er sie dann sieht, dann denkt er, oh mein Gott, meine geliebte Emily. Was habe ich nur getan? Ich bin ein böser, böser, böser Mensch geworden, weil du mich verlassen hast. Emily. Und dann ist Emily dieses Monster. Ja. Weil in der Parallelwelt sammeln sich die negativen Gedanken der Menschen und verkörperlichen sich. Ja. Schande, hier sind die ja so schnell. Das ist doch eine gute Theorie. Aber die wahrscheinlich völlig falsch ist. Egal. So. Jetzt speichern wir gleich da unten und dann versuchen wir erst nochmal mit ihm zu reden. Und falls das nicht klappt, gehen wir durch die Tür oben. Das ist mein Plan. So, jetzt speichern wir. Genau, da ist der Speicherstand und los geht's. Oh mein Gott, okay, super. Marchaney, sieh nur. Ich möchte gerne allein sein. Ich will meine letzten Gedanken in Frieden denken. Na gut, dann machen wir halt die Tür auf. Jetzt haben wir ja den Schlüssel dann auf jeden Fall. Ja, bla. Okay, cool. Also rein da. Oh, sie gehen sowieso rein. Klar. So, okay. Wo gucken wir zuerst? Sind die Bücher irgendwie wichtig? Nein. Ich glaube nicht. Und was mit diesem Terminal? Gucken wir hier erstmal. Sehr gut. Wobei, so viele Sachen zum Heilen. Top Secret. Nur im Notfall öffnen. Ah, ja. Habe ich doch die Säure. Ja. Oh, geil. Ein Plasma-Kanonenwerfer. Ja, gegen das Monster kämpfen. Sehr gut. Das hat sich nach Marchaney angehört. Und dieses Monster. Schnellnisfahrte. Wir werden hier gefangen sein, wenn wir hier bleiben. Okay, los, 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 los. Nein! Alex, du wurdest verletzt. Das Monster, es... Ich weiß, Alex, ich weiß. Sei nur ruhig und... Du! Wieso kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Wieso verfolgst du uns? Nesfate, es bringt nichts. Wir müssen gegen ihn kämpfen. Ihr hattet recht. Die atomaren Destabilisatoren sollten ausprobiert werden. Besiegt ihn. Ich sage euch, was ihr tun müsst. Benutzt die Kanone. Was? You must first wait for it to charge. Oh, eine Minute. Okay. You will see a special effect engulf your character. Und dann reinrennen. Ah, okay. Und danach muss es wieder aufladen. Wow, ist das der Endkampf? Oh mein Gott! Oh. You're so intelligent, Mega-Monster. Das ist ja auch geil. Approximately eine Minute, aber eigentlich sind es 1,30. Naja. Das ist ziemlich gruselig. Tja, was kann ich so erzählen? Ja. Wieso verfolgt das Viech eigentlich nur mich und nicht das Mädel? Das ist irgendwie ungerecht. Naja. Gott, und wie lange muss ich das machen? Naja. Ja. Was noch? Mann, der Schreck war echt übel. Aber es war irgendwie so ein bisschen außerhalb der Reihe. Solche Schrecken waren vorher nicht, das war komisch. Aber es war cool. Ja, Ich hoffe, man hört mich überhaupt noch bei dieser echt unfassbar lauten Musik. Ich habe bei dem Spiel auch meine Kopfhörer immer nur auf... Wow, wow,
Oh, meine Scheiße. Auf 1. Lautstärkestufe 1. Und trotzdem haut's mir fast die Ohren weg, echt. Oh, die Musik wird leiser. Kann auch sein, dass sie einfach nur von neuem anfängt. Oder das bedeutet, gleich kann ich meine Plasmakanone abschießen. So. So. Ja. Was kann ich noch erzählen? Hoffen wir mal, dass das nicht so oft gemacht werden muss. Ja. Oh. Plasmakanone ist schon eine coole Waffe. Ich habe mir ein Spiel gekauft, das ich demnächst let's testen werde, ja. Nicht Let's Playen, ich glaube, dazu ist es zu lang. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Okay, ich weiß gar nicht, wovon ich laber, meine Güte. Total pointless. La 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 la. Oh, synchronized, synchronized. ja. Genau. Wie gefällt euch denn One Night so bisher? Ich finde es wirklich, also, ja, gut, sowas hier wie das hier ist jetzt nicht so super spannend, aber ich finde, es ist schon unfassbar, wie viel Arbeit manche Leute in so ein Freeware-Projekt stecken und es einem dann so zur Verfügung stellen. Das ist schon toll und ich finde, das sollte auch gewürdigt werden. Ich finde auch, ein Let's Play ist eine Form der Würdigung für sowas. Oder? Wie seht ihr das? Ich finde jedenfalls schon. So, gleich sind wir geladen. Los geht's! Oh, meine Health ist low. Oh, wow. Und wir müssen es tatsächlich nochmal machen. Dann nehme ich doch mal was. Wenn es uns nicht so gut geht. Ich glaube, zum Heilen haben wir ja echt genug. So. Oh. Oh. Vorsichtig. Er ist durcheinander, er ist verwirrt. Kann ich verstehen. Wir haben ihn wieder eingekesselt. Das finde ich manchmal hier ein bisschen doof, dass wenn man auf einen auf einen Gegner trifft und er einen erwischt, dann erwischt er ihn einen meistens auch direkt noch zweimal. Und dann ist man tot. Also wenn man keine Defensive Items hat, meine ich. Ja. Aber sonst ist die Idee schon ganz gut mit diesen Defensive Items. Und ja. Ja, die Heilsachen haben wir noch nicht so oft benutzt gehabt. Ehrlich gesagt ist mir auch entgangen, wo unsere Health-Anzeige oder so ist. Vielleicht im Inventory, da habe ich nicht drauf geachtet. Jedenfalls, ich wusste eben nur, dass es uns nicht so gut geht, weil da oben rechts irgendwas geblinkt hat. Wobei das auch ziemlich im Dunkeln lag durch diese Zahl, die davor ist. Naja. Ich denke doch mal, dass das hier der Endkampf ist. Dann wird es wohl wahrscheinlich jetzt zu Ende sein, das Spiel. Und dann werden wir wohl die Welten entschmelzen. Oh nein, bitte nicht nochmal. Ja. Huhu. We did it. Alex, hey, bist du noch am Leben? Komm schon. Ach, er atmet schwer. Das Viech hat ihn direkt in die Brust erwischt. Ich weiß nicht, ob wir uns viel Hoffnung machen sollten. Ich war alleine. Hätte ich doch nur versucht, den anderen zu helfen. Dann hätte ich vielleicht früher gemerkt, dass es Hoffnung gibt in diesem Albtraum. Sch, Alex, dieses Monster ist endlich weg. Wir können alle zusammen fliehen. Komm schon, hilf uns. Halte durch. Nein, es ist zu spät für mich. So kann ich nirgendwo hingehen. Außerdem, nach dem, was ich getan habe, wer würde mich wollen? Sei nicht dumm. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Du verdienst es zumindest, hier rauszukommen und dich dem zu stellen, was du getan hast gegenüber der Welt, Nanette. Nein. Ich weiß, wenn ich geschlagen bin. Ich habe euch doch gesagt, ich habe mich meinem Schicksal ergeben. Jetzt, wo ich weiß, dass es Hoffnung gibt, bitte rettet euch selbst. Oh, ich krieg den Admins Keycard. Oh nein, was kann ich damit machen?
Das ist deine Keycard? Ja, benutze es, um die atomaren Destabilisatoren zu unlocken. Sie sind untergebracht im nördlichen Flügel des Main Building. Dann nimm zwei mit und lass zwei zurück. Dieser Schlüssel aktiviert auch den Verschmelzungsgenerator in diesem Raum. Die Maschine kann dich, euch, via Teleportation aus dem Komplex herausbeamen. Was? Ja, genau. Finde das Zentrum dieser Area, die da außerhalb des Komplexes ist, und setz die zwei Destabilisatoren ein. Wenn das getan ist, werden alle vier explodieren, und innerhalb einer halben Stunde werden die Effekte der Verschmelzung rückwärts ablaufen, und so könnt ihr entkommen. Alex, wir... Keine Sorge. Ich bin... erledigt? Los, geht einfach. Und nochmal, es tut mir leid. Jetzt geht bitte. Da sind so viele Fehler. Ganz ruhig. Mach dir keine Sorgen um uns. Er macht sich keine Sorgen. Dank dir scheint es so, als würden wir hier heile rauskommen. Was ist jetzt? Warte. Was ist denn das, Vater? Ich weiß nicht. Nach allem, was er getan hat, ist es da richtig, Alex alleine in den letzten Momenten seines Lebens zu lassen? Es, Vater, er hat gesagt, wir sollen fliehen. Ich glaube, das ist auch das, was wir tun sollten. Das ist das, was er möchte. Ach du Schande. Oh. Oh Mann. Zwei verschiedene Enden, oder was? Ich mache jetzt erstmal Stay with Alex. Okay? Ich schneide einfach zusammen, falls das schlechte Ende ist. Er ist ganz alleine. Jemand sollte bei ihm bleiben. Wir schulden ihm nichts, aber... Okay, ich verstehe. Ich fühle das auch so. Du bleibst bei ihm und ich gehe und hole die Items, die wir brauchen. Okay, danke. Und bitte, sei vorsichtig. Auch wenn diese Kreatur tot ist, ist es immer noch gefährlich da draußen. Ach so, wir bleiben hier. Das Mädel. Nein. Ich weiß, wenn ich erledigt bin. Bla, 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 bla. Und jetzt? Soll ich noch irgendwas machen oder wie jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich bleib bei ihm, okay? Und wann kommt Dings wieder? Und wo bin ich? Ich bin unsichtbar geworden. Scheiße. Okay, ich hoffe, dass ich im nächsten Screen wieder auftauche. Scheiße. Ich bin unsichtbar. Das ist ein Bug. Jetzt weiß ich nun wirklich nicht, ob ich speichern soll. Ach du Kacke. Ich speichere mal auf den... Ich kann nicht speichern. Tja. Das ist verflixt nochmal nicht gut. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir mit ihr das Gen holen sollen? Und er bleibt bei ihm? Oh mein Gott. Das ist total bescheuert. Ich versuche das jetzt einmal. Kann auch sein, dass ich es rausschneide. Je nachdem, ob ich wieder aufgetaucht bin oder nicht. Vielleicht würde ich auftauchen, wenn ich einmal erwischt werde. Unglaublich, ich habe bis jetzt überlebt. Ohne, dass ich mich sehe. Das ist doch schon mal was wert. Hier war das nicht, ne? Ich glaube hier nicht. Sekunde, ich gucke aber mal nach. Nein. Ich glaube, das war an einem dieser Seiteneingänge gewesen, die da oben rechts sind. Ja. Oh mein Gott, ich sehe mich nicht. Scheiße. Ich nehme doch wohl an, dass das nicht zur Story gehört. Der Sinn würde sich mir zumindest nicht erschließen. Oh Gott. Total bescheuert. Oh, Kacke. Nee, hier waren die nicht. Oh, ey, bitte. Das ist total dämlich. Oh, verdammt, waren die doch da unten? Doch, die waren doch da unten, ne? Ah, nein, sie waren hier, okay. Okay, genau. Die haben wir ja jetzt. Wir haben es unlocked.
Ich muss sie erst aufladen. Okay. Genau. So. Okay. Oh nein, was? Oh. Welches Passwort? Damn. Okay, das weiß ich natürlich nicht. Ja, das weiß ich auch. Was steht denn hier drunter? View Upgrade History. Most Recent Update, 7. August 2012. Ja, klar, Details sehen. Also, Marchaney Password Change. Often the key players hide behind people half their size. Die Schlüsselspieler stecken sich hinter Leuten, die halb so groß sind wie sie. Da muss ich nochmal gucken. Es war aber nur eine vierstellige Zahl. Oh je, Mine, das ist kompliziert. Scheiße, wir sind auch schon wieder über 20 Minuten, ey. Denk offen, the key players. Unten geht ja nicht, ne? Nee, nee. Vier Zahlen brauche ich für das Passwort. Die Schlüsselspieler hide behind people pop. Oh Mann, und dann sind wir nicht mal da. Ich hoffe, wir tauchen wieder auf. Ich muss jetzt eine Pause machen. Wir sehen uns sofort in einer Sekunde wieder, aber sonst wird das ja ein halber Stunden-Part. Okay, wir sehen uns gleich auf diesem Screen wieder. Bis gleich. Ciao, ciao.